Guten Tag, hat er gesagt. Ah, das tut mir ein bisschen leid. Ich habe hier hinten schon das Upgrade geholt. Ah, mein Mikrofon war wieder, leider hat sich weggeballert. Kann ich euch zeigen? Schade eigentlich. Das Bild wird zeigen. Aber sonst so werde ich da nicht so, ja, das wiederholen können. Wir hatten ja hier hinten das Upgrade. Und ich hing ja hier so fest. Und ich bin hier außen rum. Und, nee, hier. Diesen Weg hier runter. Das habe ich mir mit der Cam an sich ja, geguckt. Ne? Also hier kannst du ja P drücken. Und dann siehst du es ja von der Cam aus. Das war eigentlich ganz cool, aber ja, ohne Ton bräuchte Druck gar nicht so zeigen, weil man hört ja nicht, weil ich da so laber. So, weiter am Text. Jetzt habe ich drüben dann auch noch dass wir dann ganz viel Stahl brauchen, ist mir dann aufgefallen. Und den würde ich mir eigentlich jetzt so ein bisschen rüberfahren. Den Stahl. Und ich hoffe, dass das irgendwie so funktioniert. Währenddessen, seht ihr hier gerade, haben wir auch neue Reifen. Ich weiß jetzt nicht so richtig. Sollen eigentlich ziemlich gut sein, glaube ich. Das werden wir dann mal ausprobieren, ob die dann auch so gut sind. Mir das so denke, sonst haben wir hier eigentlich alles, ne? Wie fahren wir jetzt hier? Mache ich hier eine Pritsche ran mit Anhänger? Hier, weil ich will ja natürlich viel mitnehmen, ne? Und ich habe mir ein bisschen durch die Quest durchgeklickt, ne? Das ist auch so ein bisschen passiert. So, Anhängerstopp. So, und dann mit zweimal fahren. Und jetzt wird es ja das erstmal interessant, wenn ich sage, wir müssen ja von hier den Stahl abholen. Ne? Tja. Da hätte ja ein Unterfangen hier irgendwie herausgedenkt, ne? Weil Stahl müssen wir irgendwie rüber. Ich sehe keinen anderen Weg, wie ich hier Stahl kriege, außer hier in diesen Frachtdingsbums. Ne? Weil ich habe hier kein anderes gefunden. Außer das hier. Und da ist das ziemlich kostenlos, weil hier kriegen wir alles. Die Stahlträger. Die Frage ist natürlich nur, wie war das? Okay. Wie wir das uns da so hinziehen können, ne? Aber wir wollen mal gucken. Jetzt kommt natürlich hier Svennys Weg. Hat er gesagt, dann lieber auf der anderen Seite vorbei. Und nicht hier. Sondern hier. Also ich weiß nicht, ob wir da direkt daran gehen sollten oder dann hier hinten fahren sollen. Wir probieren es erstmal hier so. Ist jetzt auch nicht so geil. Vielleicht meint er ja wirklich hier vorne. Aber ich sehe das jetzt hier nicht so. Naja, vielleicht könnte man das so ein bisschen besser sehen. Wenn du das so gleich machst. Aber wahrscheinlich besser als ich hier. Na, ich hoffe jetzt bloß.
Ne, das ist natürlich der falsche, kann natürlich ihn da hinten nehmen. Na, natürlich nicht jetzt, ne? Zieht er da hinten ran? Mit Material wird das ja hier, glaube ich, noch ein bisschen lustiger. Mir reicht die Winde hier. Ja. Er hat hier irgendwie. Ja. Ne, irgendwie. Ne, sag mir nicht, dass ich da jetzt nicht mehr rankomme. Im Bereich ist er noch. Ach. Sag mir das bloß nicht. Ach, come on. Das ist doch Verarsche hier, oder? Das ist doch einfach nur Verarsche. Oh, ich hoffe, warum auch er jetzt hier von der Winde das nicht mehr machen will. Er würde sogar hier ranreichen. Oder sehe ich das so beschissen? Das ist doch bei Weitem drüber. Oh, jetzt kriegt den hier nicht weg, ne? Okay. Bevor ich jetzt hier richtig irgendwie kotzen kriege, gerade. Pack den erstmal, wenn es geht, hier raus. Ja, schade. Schade, dass das Spiel das jetzt hier mit mir macht. So, jetzt machen wir folgendes. Wende ich da nochmal oder fahre ich da jetzt rückwärts mit dem Arsch an? Ich glaube, rückwärts mit dem Arsch, ne? Ja, danke, liebes Spiel, dass du das so umständlich für mich machen musst. Also die Frage ist nur, ob wir hier auch hinten alles so hinkriegen, wie ich mir denke. Weil es wirkt jetzt nicht gerade so. Also klar, ich mache ja auch selber gerade umständlich, aber erstmal hier voll am Abniesen. Ah. Den kriegt er von da, ne? Bekloppt. Ah, ich weiß gar nicht, wo er sich verbindet hier. Aber hier ist natürlich auch gar nichts vor mir, ne? Ne, ich glaube, das war kein guter Weg hier. Ne. Da bin ich nur aus Wut mir selber hier in Schwierigkeiten manifestiert. Ach, ist doch alles zum Kotzen. So. Ja, ist so, ne? Das wäre so schön gegangen, hätte ich den einfach nur, weißt du? Aber ist egal. So, kommt der Kolob mal uns helfen, ne? Glaube ich. Was hat der denn für schöne Reifen? Der hat jetzt hier auch neue, ne? Schlamm-Accident.
Der sieht ja schon so aus, ob wir da abschleppen, ne? Der sieht wirklich so aus, ob wir da abschleppen. Ja, auf den Rückweg bin ich ja noch viel, viel gespannter, ob ich da überhaupt denn so langkomme, wie ich mir denke, ne? Weil er wird ja jetzt hier erstmal so sein. Aber der hat auch selbst hier so ein bisschen Problemchen, ne? Naja, naja, okay, nicht so wirklich. Scheint mir wirklich so der Problemkind zu sein. So, an. Ah, ich kann mich doch hier auch an andere Wendepunkte in Deutschland sagen. Ein bisschen muss er doch auf meiner Seite auch mal stehen. Also dieser Weg ist auf jeden Fall nicht schön. Ganz ehrlich, bin ich auch mal gespannt, wie ich da denn rüberkommen soll. Ob das hier so die cleverste Idee ist überhaupt. So, ein paar Liter haben wir ja auch jetzt schon weg, ne? Halt nur, weil so ein schrecklicher, schrecklicher Weg ist. Eigentlich nur die Matschkuhle, sonst so. Der Weg ja völlig okay und normal. So. Hä? Das hatten wir doch schon mal gemacht. Der will mich doch jetzt richtig rollen. Hä, das haben wir doch schon gemacht, der 30. Komme ich hier wahrscheinlich beschissen raus? Ah, nein, doch nicht. Achso, ich muss ihn ja reinziehen, ich muss ja eh rennen hier. Oh. Ah, das Spiel will mich heute ja richtig rollen, ey. Also wirklich, heute macht das mich kaputt. Läuft hier gar nicht, wie ich denke. Also A ist ohne Ton hier. Und dann läuft das hier gar nicht, wie ich möchte. Warum muss ich ihn jetzt hier, wenn ich die jedes Mal ankoppeln muss jetzt, ne? So. Muss ich die wirklich jedes Mal jetzt anmachen, wenn ich die umkomme? Aber dann müsste ich mir das anders hier entstellen.
So, wieder ankoppeln. Also, okay. Das ist jetzt ja nicht so richtig hier. Obwohl, jetzt können wir den ja schon wieder ablösen. Den will ich ja dann mit dem Arsch umziehen, wenn es geht. Ja, am besten den gleich ranziehen, ne? Ich weiß auch nicht, ob der Arsch jetzt der kräftigste Teil dafür ist, aber. Wie wir sehen, ne? Ein bisschen warten müssen wir ja ziehen hier, ne? Stück für Stück hier. So, und jetzt müssten wir den da hinten schon ziehen können. Aha. Am besten so, dass er nicht umfällt. Alter Schwede. Also wenn du den halt Real Life macht, ne, dann ja. Gut ab davor. Naja, das wird natürlich hier auch ein Unterfangen werden, ne? So, ich würde sagen, der Kolob hilft ja. Wenn wir das jetzt hier so einigermaßen vernünftig durchkriegen, dann wäre es schon was. Ist natürlich hier ganz schöne Sache, ne? Das so hinzuballern. Wenn er selber hier überhaupt die Strecke hier fahren kann. Also ich glaube, durch den Schlamm hier, dadurch, dass da Maste stehen, geht es ja vielleicht noch, ne? Boah, der kriegt ja aber auch hier richtig hässlich weg. Also selbst er muss ja hier ordentlich Kraft aufwenden, um hier irgendwie rauszukommen, ey. Heftig. Ein bisschen Action muss er hier noch machen, auf jeden Fall. Ich glaube, er hat jetzt auch die beschissenste und schwierigste Stelle von allen.
Können wir eh sparen. Kann man denn rückwärts hier auch so schön durchfahren? Oder eher weniger. Also die Kurve würde er schon mal gar nicht machen. Voll langsam, ne? Also die Stelle, so halt mal fest, ist einfach doof. Kann man gar nicht anders sagen. Wir müssen den ja auch jetzt hier mehr oder weniger abschleppen hinten. Binden können wir ja nicht, hat ja eine hohe Sattlung. Aber wenn wir hinten mal was Fettes wegziehen müssen, wird er ja wahrscheinlich einer sein, auf den man sich verlassen kann. Gehe ich mal von aus, weiß ich nicht. Ob er denn so ein Freak ist. Aber gerade hier jetzt so. Macht er seine Arbeit? Ich bin mit. Also mal Stein versenken. Gott. Sagen, irgendwann sollte er ja mal ein bisschen Grip kriegen, ne, der Jute. So. Naja, war ja heute ein kleines Unterfangen, muss ich mal sagen. Und dann wird natürlich hier jetzt in dem Weg stehen. Gott, die Gott, ey. Nur um Stahl da hinten rauszukriegen, ne? Und jetzt will er mich schon wieder rollen, ne? Jetzt wird er den absolut nicht rannehmen. Oh, Alter, sind wir hier aber auch schon an der Leistungsgrenze, ne? Wir müssen Berg hoch. Zum Glück ist nicht der ganze Weg Berg hoch. Aber wir haben hier noch einen beschissenen Weg vor uns eigentlich. Hätte ich hier halt machen wollen. Wenn ich dazu machen möchte. Ich glaube, so viele haben irgendwelche Wege oder sind hier irgendwelche Wege gefahren, die wieder unsinnig sind, weil später gibt es dann eh dem Material da, was man natürlich dann nicht weiß. Natürlich auch von, oder besser, wenn man sich die Quest, glaube ich, komplett durchliest, um zu gucken, ob es dann später da ein Lagerhaus gibt oder wie auch. Wie auch immer, ne? Wäre dann natürlich auch sinnvoll, normalerweise. Aber wenn nicht so ist, dann ist nicht so, ne? So, das sind ja hier richtig schöne Wege. Ich denke mal, runter bis zur Tankstelle wird hier auch nichts Spannendes passieren. Ja doch, wir haben jetzt hier, glaube ich, noch ein bisschen doofen Weg. Minimal aber. Und das sollte er eigentlich hinkriegen hier ganz normal.
dass man die ganze Zeit fährt und dann am Ende kommt man ohne Stahl da unten an, ne? Das wäre ja auch eine echt komische Sache. Ich glaube, das hört man, wenn der Tempen wirft. Das sollte man eigentlich hören. Und den Weg ist natürlich klar, denn der ist schwierig hier. Aber den sollte er packen eigentlich. Auch mit dem ganzen Gewicht hinten dran am Arsch. Da will ich hier eigentlich nur nach oben. Zur Tanke erstmal ran. Dann müssen wir natürlich einen Schluck nehmen. Logisch. Und dann haben wir hier ein paar schöne Wege. Vielleicht. Beschwören möchte ich das noch nicht. Noch nicht mal ansatzweise. Aber zumindest nachtanken können wir. Da sage ich schon mal zum Schluss der, ja, ein bisschen nervigen Folge. Also, weil ich genervt bin jetzt ein bisschen. Wünsche ich euch trotzdem noch was. Alles klar. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Ist der jetzt noch online? Ja, der ist tatsächlich dran. Dann sollte man eigentlich. Warum wollte ich da jetzt hin? So weit da so kippt, ne? Aber das kann ich da trotzdem machen. Kippt dann nicht so durch hier, oder? Nee. Das geht ja alles noch. Alles noch, Mann. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bitte, ciao, ciao.